Nicht drei, nicht fünf, sondern vier. Vier Herausforderungen erwarten dich. In jeder Region stehen an der Spitze der Pokémon-Liga vier irre starke Trainer, die sogenannten Top 4. Also ich habe auch hier Trainer auserkoren, die ersten Top 4 von Alola zu werden. Und du musst jeden von ihnen besiegen. Erst dann darfst du wieder nach draußen. Außer natürlich, du verlierst mittendrin. Klingt großartig. So ist gut. Wenn du nervös wirst, überträgt sich das auch sonst auf deine Pokémon. Du machst das schon. Bleib locker. Ich erwarte spannende Pokémon-Kämpfe mit starken Attacken. Eine heftiger als die andere. Viel Glück, Archie und Knogger. So, wir gucken mal. Hier ist Stein. Wo ist eigentlich egal, mit was wir anfangen? Das ist die Stein-Trainerin Myla. Ja, willkommen in der Gesteinskammer. Und Gestein? Da können wir doch ganz easy mit Pinsir anfangen oder mit dem guten Pampros. Obwohl ich glaube, sie hat zuerst Relikant. Das bedeutet, ich fange mit Pinsir mal an. Und ja, Normie im Z macht jetzt keinen Sinn auf dem hier. Aus dem Grunde kriegt er den Noctium Z. Aquium Z habe ich leider nicht. Obwohl habe ich doch, aber ich habe keine gute Wasserattacke. Ich würde sagen, ich fange an mit Pinsir. Ja, Pinsir. Arnie, Level 55. Müsste gehen. Was ist dein Lieblings-Shiny-Pokémon? Ich würde sagen, Zesurio oder Nidoking. Wobei Zoroark auch echt cool ist. Oder einfach Shiny Gyarados. Also so ein Lieblings-Shiny, wenn ich es jetzt auswählen müsste, dann Nidoking. Okay. Jetzt haben wir den hier. Armaldo. War Gesteinkäfer. Und Gesteinkäfer. Ja, hat er sich Steinkante eigentlich drauf? Vielleicht kommt ja jetzt eine Steinattacke. Oder könnt ihr auch Solinda? Okay, Level 56. Ich gehe mal raus. Ich glaube, es kommt irgendwie eine Steinattacke oder sowas. Steinkante, Steinhagel. Und er greift eben physisch an. Ne, Kreuzschere. Wow. Drittel. Drittel an Schaden. Ich könnte jetzt den Konter auspacken. Ja, ich mache drück mal Konter. Kreuzschere. Hervorragend. Na, das war doch nicht so geil. Ja, das heißt, ein Erdbeben wird reichen. Nein, Relikant kann Kopfstoß. Ja, stimmt. Wobei ich kann damit Bergsturm halt kritten. Und vielleicht reicht es hier aus. Mal, du wurde besiegt. So, Relikant könnte. Nee, Wili. Ah, Wili greift speziell an. So, Gigasauger kommt wahrscheinlich. Ja, wenn Gigasauger kommt. Okay, ich brauche eine Kampfattacke. Das ist auch eine Gesteinpflanze. Ja. Ich gehe raus. Weil jetzt kommt wahrscheinlich eine Pflanzenattacke, Gigasauger. Energieball, ja.
Alter, macht trotzdem, obwohl es resistiert ist. Ja gut. Bergsturm ist doppelt effektiv. Ich glaube, es reicht nicht ganz. Nicht mal ansatzweise. Ja, Felsgrab. Sehr, sehr schlecht. Ja, es kann nochmal Felsgrab ankommen. Ja, ich gehe raus zu Angemon. Jetzt kommen. Ja. Es muss Angemon klären. Ja, Felsgrab. Wir sind eh langsam. Ich könnte Gedankengut drücken. Obwohl, eine Mondgewalt. Nee, ich mach einmal Gedankengut. Oh, Tarnsteine. Jetzt darf ich nicht mehr so heftig viel wechseln. So, jetzt kommt das mit Samantha. Fabian hat mich reingelassen. Yo. Willi setzt den Energieball ein. Das macht gar nichts. Ja, Nachtwolf Foxy, du musst dann auch ein paar Mal gegen Trainer antreten. Wow, 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 wow. Na, jetzt könnte wirklich Relikant ankommen. So, Dino Level 58. Okay, Broccolos. Sind wir schneller als dieses Broccolos? Eigentlich schon. Ja, jetzt kommt eine Steinkante. Und die einzige Antwort auf Broccolos wäre Linda. Aber ich drücke Mondgewalt. Ja, schnelles Broccolos. Alter, nicht mal ein Tu it. Oh. Hat kein Erdbeben. So, Sandsturmschein kriegen wir auch nicht. Aber Eisenschädel kommt jetzt. Es will flinchen. Was auch passiert. Jo, Eisenschädel. Schattenknochen, Irrlicht. Ja, ich geh mal raus zu Elsa. Wir sind eh schneller. Ja, Willi tankt viel. Willi ist sehr defensiv. Ja, Eisenschädel. Das macht nix. Bin defensiv. Scheiße, meine Pokémon sind Pokerus. Ja, das ist nicht schlimm, wenn der Pokerus da ist. So, ich würde sagen, ihr Licht, ihr Licht. So, das macht jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Steinkante. Jetzt kann ich Bürde drücken. Ja, Bürde. Und das reicht überhaupt nicht. Was ist da denn los? So, sie wird wahrscheinlich gleich heilen. Ja gut, dann gehe ich einfach raus zu... raus zu Linda. Und heile. Oder? Doch. Nicht top. Oh, ich habe anscheinend nichts doch übertrank. So, einfach 120 KP zurück. Ja, top Genesung. Verbrennung wurde geheilt. So, Rambus sollte ich nicht einsetzen, dafür Erdbeben.
dann jetzt. Alter. Okay, es war ein Volltreffer. Das war schlecht. Angemon 66 passt. Voluminas. Es hat keinen Luftballon. Wir können Erdbeben drücken. Wir sind schneller. Yep, die Robustheit. Und Erdkräfte, yo. Alter, Krampus tankt. So, ja. Da wird wahrscheinlich wieder so, ja. Noch eine Top-Genesung? Nee, doch nicht. So, und das Volvox, was sie hat, kann auch nichts machen. Selbst wenn da ein Z-Angriff kommt. Volvox, yo. Erdbeben. Knirscher kann ja herkommen. Oder Kraxler. Können wir nicht flinchen? Ich glaube schon. Ne. Wir flinchen nicht. Okay, das war's mit dem ersten Trainer. So, dann gehen wir einfach mal in den Raum ganz links. Da, wo Haller normalerweise war. Aber erstmal einen heilen. Mit dem Beleber. Wo ist der Beleber? Hyperheiler, Top-Beleber. So. Und zwei Hyperheiler verwenden. Drei Hyperheiler verwenden wir. So, wer fand denn die Top 4 schwierig zu meistern? So, wir gehen einfach links. Was ist das für jetzt für... Ah, das ist hier. Wer ist der Marlon? Und der hat ja Elektro- oder Stahl-Pokémon dabei. Hallo. Das sieht nach Stahl aus. Das heißt, er hat Magnezone und so. Ja, dann... Ja... Gehen wir einfach mit... Ne, ich will mit Elsa anfangen. Der hat wahrscheinlich... Ja doch, Stahl und Elektro dabei. Marlon, Kukui hat mich gebeten, ein Mitglied der Top 4 zu werden. Und nun ja. Wie du sehen kannst, habe ich zugesagt. Es freut mich auch, dass du hier in der Pokémon-Liga gegen dich... dass du auch hier in der Pokémon-Liga gegen dich und Chris kämpfen zu dürfen. Ja. And fight. Er weiß gar nicht, was er machen soll, oder? Top 4 Marlon. National Basher ist gerade vor der Liga. Ja, er hat Stahl dabei. Ihr Licht können wir erdrücken. Wir können aber auch... Ja, was kann er machen? Stachler und so. Ja, Flammenblitz. Ach, wir kriegen ja eh keinen Recoil. Muss mir ja keine Sorgen machen. So, das wird wehtun. Ja, gut. Nochmal Flammenblitz. Yep. Okay, er holt die ganzen Stachler raus. Verhöhner wäre gut gewesen, aber nee. Habe ich nicht drauf. Und ja, es kommen wahrscheinlich
Top-Genesung? Nee, doch nicht. Ich stau so ein bisschen Reflekte aus. So, zwei lang Stachler. Ein wird dann noch überleben. Yep. So, wie lange haben wir noch? Ja, zwei. Ich pack mal Bürde hin. Und kommt jetzt Top-Genesung? Nein, drei lang Stachler. Zack, Bürde. So, er muss irgendwas gegen Boden- und Feuer-Pokémon haben. Irgendwas. Und Diktri, da ist es schon. Tja. Jetzt kann Erdbeben kommen. Ich glaube, es kommt Erdbeben. Ah, nee. Wir sind sowas von langsam. Ich könnte ja raus zu... Obwohl, wir sind eh nicht schneller. Denke mal, ich gehe raus zu Arnie. Ah ne, da kommt Eisenschädel. Ah, ja. Gut, gehen wir raus zu Linda. Noch. Kevin Koglin muss weg. Okay, bis demnächst. Alter, wie viel? Wie viel Schaden? So, gerade sind die Tarnsteine echt nervig. Tarnsteine, Stachler. Übertrank? Ja. Den wir uns nochmal treffen mit Erdbeben. Jo, wir kriegen sie dann auf plus 2. Dann 100, wow, 144 KP. So. Machen wir mal die Dampfwalze. Oh, Erdbeben, nochmal, hey. Will er doch nicht mit Eisenschädel angreifen? Zack, 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 das ist super effektiv. So, Pambros wird jetzt den Rest erledigen. Meter groß hat er. Wow. Wir sind aber auf plus 3, oder? Ja. Machen wir mal. Obwohl, Meter groß ist echt bulky. Sternenhieb. Wird wehtun. Puh. Realdex Number hat die Liga bestanden. Sehr gut. Ich bin gerade dabei. Oh, okay. Dampfwalze funktioniert hier also nicht. Sternenhieb. Ja, easy. Okay, zu Rainbow Rocket muss ich nachher auch noch. So, Torpedo Level 54. Oh, Cesurio. Wenn der krittet. Eisenschild, er kann flinchen, also nicht gut. Ah, doof. Noch ein Eisenschädel, wir müssen das tanken. Jo. Und Doppelflinch. Ist nicht schön. Also diesmal haben die echt starke Pokémon mitgenommen. Cesurio mit Eisenschädel. Rainbow Rocket ist zeitaufwendig, okay. Bei Pokémon Mond habe ich Lucario, Knackhack Level 100, aber die habe ich gefangen und sind nicht Pokeros. Oh, Siegeswille. Aber sind wir schneller? Ich denke, doch, wir sind gleich schneller.
Ist auf minus 2, kriegt zwar den Siegeswillen. Aber pff. Jetzt sind wir hundertprozentig schneller. Jawohl. Ja, Level 64. Seht doch mal die Werte an. 193 Attack. Heftig viel Verteidigung. Und Magnezone. Oh ja, Magnezone. Ja, hauen wir eine Dampfwalze raus. Wir könnten nicht schneller sein. Ja, das wird Linda rausnehmen, oder? Nicht. Wow. Robustheit, kein Problem. So, wenn wir jetzt nicht outspeeden. Tun wir. Ja, yeah, cool. Elsa, 650. Ja, das waren 2 von 4. Also kommt noch die Geistfrau dran und die Flugdame mit Panzer-Eron und so. Kukui hat die Rolle der Top 4 an die stärksten Trainer Alolas vergeben. Dadurch wird nicht nur die Pokémon-Liga zu einer richtigen Herausforderung, sondern es hindert auch jene 4 Trainer daran, sich selbst den Titel zu erkämpfen. Vermutlich erhoffte sich damit frischen Wind in Alola. So, Relax Number Archie, du musst dir mal die Stats von Despota anschauen. Glaube auf Level 74 oder so. 4 Werte über 200. Joa, werde ich mir bei Gelegenheit angucken. So, da ist die, wie heißt sie? Lola. Hallo, ich bin's Lola, die Prinzessin eines uralten Volkes. Jo, die fängt mit Zubiris an. Zubiris ist immer ein guter Lied. Und die freut sich. Sehr schön. Oh, keiner ist gestorben. So, wir fangen an mit... ja, Pixie. Oder? Ich kann auch mit Dino anfangen. Obwohl... fangen wir an mit Angemon. Der Kampf wird nicht lange dauern. Zack. Onkel Yasuo meinte, dass es zwar eine Sache sei, sich von einem Kap-Pokémon zum Inselkönig ernennen zu lassen, aber zu einem der Top 4 lasse er sich von niemandem machen, das wäre ja noch schöner. Dann wollen wir mal loslegen. Wie? Also fängt sie wieder mit Zubiris. So. So, SKR Game ist auch da. Seit wie lange? Ich habe gerade den Chat nicht beachtet. Okay, Banette. Mondgewalt, Spuckball. Ich kann... eigentlich gibt es physische Geist-Pokémon? Ich glaube schon. Ich mache mal Gedanken gut. Kreideschrei. Wehren ab. Okay. So, jetzt dürfte ein Spuckball reichen. Spuckball. Dunkelklaue. Okay, ist physisch. Wow. Zack, weg. Tschüss. Und es kommt... oh, Frostager.
Postage. Spukball. Ah, jetzt wieder diese Taktik. Konfusstrahl, Hagelalarm oder was? Und ein Blizzard. Gut, Spukball, tot. Oh, 67, tja. Dino Level 59, den können wir gleich nochmal einsetzen, oder? Okay, Muruda. Ist langsam. Wir sind aber verwirrt. Oh, es ist vom Typ Stahl, fällt mir ein. Das hält nix aus. Und Kolossant. Immer noch verwirrt. Wir kommen aber durch. So, und das letzte Pokémon ist was? Driftzippeli. Level 56. Es ist schneller. Hat die Amnesie ausgepackt. Und wir sind immer noch verwirrt. Und schlagen uns selbst. Energiefokus. Es will kritten. Ich glaube, das geht in den roten Bereich. Oh, doch nicht. Oh, Unheilböhm, es will den Boost abgreifen. Und ja. Ich gehe mal auf den Gedankengut. Ja, Lola setzt Top-Genesung ein. So, für den letzten Kampf. Ja, wen können wir da benutzen? Ich würde sagen, Dino fängt einfach mal an. Spuckball und. Das reicht immer noch nicht. Spezialverteidigung sinkt. Sehr schön. Relax Number. So. Ja. Hack. Sehr schön. Kannst du bitte wieder deinen Twitter-Account schicken? Brauche ich deinen Freundescode? Freundescode? Ja. Ausrufezeichen Twitter. Ah, okay. Ja. Ich muss dann den Link kopieren. Adresse kopieren. Da, das ist der Link. Den müsstet ihr dann anklicken. Ist er anklickbar? Bei YouTube? So, das war easy. Gut, und jetzt fängt mal an Dino, oder? Ja, Dino kann mal anfangen. So, zwei Kämpfe noch, dann sind wir mit der Hauptstory endlich mal fertig. Ja, die fängt wahrscheinlich wieder mit dem Panzer Eron an. Ah, wie heißt sie? Hakili oder so.
Heißt die Hakili oder so? Kahili. Und was ist ihr Starter? Und genau, natürlich 5 Pokémon. Panzereron vielleicht? Oder? Nein, Waschagwiel. Waschagwiel, auch gut. Okay, ah, Kraftkoloss. Kraftkoloss kann kommen. Ja. Das ist ja so schlecht. Aber ich riskiere es einfach. Oder nee, warte. Schutzschild. Erstmal gucken. Kommt da wirklich ein Kraftkoloss? Oder Rückenwind? Sturzflug. Tja, der wird leider keinen Sturzflug überleben. Obwohl, wir könnten schneller sein, weil Waschagwiel ist nicht so mega schnell. Obwohl, in dem Fall schon. Und das... Ah, 17 KP, wunderbar. So, damit kriegt Dino seinen ersten Kill. Und da ist es weg. So, keine Stachler bis jetzt. Kein Rückenwind. Ah, Resladero. Resladero ist super. Tja, wenn sie jetzt einen Schwertanz aufsetzt. Ja, ich muss das mit Risikotackle angehen. Flying Press, tja. Na gut, ja, wen? Ja, eigentlich haben wir da nur Linda als Antwort. Und das Ding hat Rambos. Flying Press, das macht guten Schaden, würde ich sagen. Yep. Und zack. Ja, Realdex Number. Was ist los? Grofeldes. Oh, Grofeldes hält was aus. Na gut. Ja, was ist los, Realdex Number? Ich kann dich jetzt nicht adden. Oder meinst du wen anders, Realdex Number? Oh, Strafattacke. Strafattacke ist nicht gut. Gehen wir mal zu Angemon raus. Oh, Zugabe. Ah ne, Schmeichler war das. Ja, Mondgewalt. Sturzflug. Du meinst, ich soll dich bei diesem Freundescode hinzufügen?
Weil du hast ja mein Freundescode. Genau, 3239 und so weiter. Jetzt muss ich dich noch hinzufügen. Oder was meinst du? Alright, Tukanon. Oh, Z-Flug. Der finale Steilflug. Das könnten wir vielleicht überleben. Na. Ja, gehen wir raus zu Arnie. Frohes Wesen. Und Felsgrab. Oh, wie gut. Das killt vielleicht. Nein. Schnabelkanone, ja, das war's mit dem. Mit Arnie. So, und jetzt. Hauen wir den Flammenblitz raus. Ich schreie immer noch schneller. Okay, Relax Number. Und was machen wir dann, wenn ich dich hinzugefügt habe? Weil jetzt kann ich ja nur nichts machen. Bin ja noch ein bisschen beschäftigt. So. Na endlich. Also haben wir es geschafft. Ah ne, Koriogel. Feuer Koriogel. Das können wir nicht verbrennen. Wir können nur den Schattenknochen drücken. Ah, immer dieser Taumeltanz. Na, das geht so. Das geht so. Oh, es hat irgendwie keinen Angriff für uns. So. Ah, Top-Genesung. So, wir kriegen keine Verwirrung ab. Sehr schön. Auch keinen Drop oder so. Hm. Oh, jetzt fängt es an mit Luftschnitt. Alter, wie viel. Immer noch verwirrt. Kriegen wir keinen guten Roll? Nein. Zack, dann gehen wir mal. Oh, nur noch drei. Hey, schon wieder Top-Genesung. Was soll das? Es ist auf minus 1. Gut. Kommt der Taumeltanz. Ja, Luftschnitt. Anscheinend muss ich doch noch zu Linda raus. Linda heilen. Weil ich habe nur noch zwei Pokémon. Hey. So, dann wollen wir top gehen. Nee. Übertrank. Daunenreigen. Ja, das ist kein Problem. Angriff sinkt stark. Ja, gut. Oh. Ja, Rambos. Wow. Wir sind zwar auf minus 2, aber ja, das ist easy, weil Koriogel sowas von leicht ist. So, jetzt geht's zum Champ und der wird ein bisschen schwieriger sein, denke ich mal.
So. Ich habe dich als gerne Freund. Ich würde dich gerne als Freund haben, deswegen habe ich dich geaddet. Okay. Nur wir müssen dann irgendwie auch was miteinander machen, ne? Wi-Fi Battles oder so. Weil einfach so hinzufügen ist ja nix. Weil man hat ja nur 100, wie heißt es? 100 Plätze für Freunde. Für Freundescodes. So. Ich. Ja, Top-Beleber. Hau ich alle raus. Zack. Zack. Okay. Mit wem fange ich an? Soll ich jetzt schon den Z-Stein raushauen? Die Z-Attacke raushauen? Ja, ist egal. Ich benutze Dino einfach. Okay, also Grande Finale. Und wer wird es sein? Wird es... Oh, ist leer. Dann setzen wir uns mal auf den Stuhl. Okay, Professor Kukui kommt. Mein Glückwunsch, junger Herr. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Nein, bist du nicht. Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Und ihr Trainer bin natürlich ich. Ha, für einen Moment hast du es mir wirklich geglaubt, oder? Da ist er. Ich werde dein Gegner sein. Weißt du? Als ich es endlich geschafft habe, meinen Opi zu besiegen, obwohl er alles gegeben hatte, kam mir so ein Gedanke. Für mich bist du so was wie ein, so wie mein großes Vorbild, Archie. Du und deine Pokémon, um genau zu sein. Und gerade weil du mein großes Vorbild bist, möchte ich dich zu einem Kräftemessen herausfordern, bei dem es um alles geht. Und natürlich möchte ich den Platz danach als Sieger verlassen. Denn wenn sich Trainer und Pokémon so gut miteinander verstehen, wie das bei uns der Fall ist, macht dein Kampf recht doppelt so viel Spaß. Findest du dich auch? Dann sind sie nämlich in der Lage, etwas Großartiges zu schaffen. Ist klar. Sehr gut. Tali mit 6 Pokémon. Raichu beginnt. Tja. Schlecht, schlecht. Ja. Was hat es denn so drauf? Schutzschild. Ich werde gleich auf Tiefschlag gehen. Alter, Fokusstoß. Ernsthaft? Das Ding kann Fokusstoß. Ah, nicht so geil. Ich könnte auf Elsa und dann... Ja, aber bringt nichts. Ja, Tiefschlag. Bam, 70er Stärke, One-Hit. Dino ist ein guter, wenn er denn mal trifft. Kravell hat der? Warum hat er dieses Kravell in sein Team genommen? Kravell müsste langsam sein. So. Obwohl Unlicht gegen Kampf ist, glaube ich, nicht effektiv. Nein. Also, wer will einen Hammerarm abkriegen? Ich glaube, gar keiner. Nachtwolf Foxy, ab eine Frage. Was bedeutet Pokerus? Pokerus heißt, dass deine Pokémon mehr EVs kriegen. Ja, das ist... Ja, dann müsstest du erstmal bei PokeWiki nachschauen, was EVs sind. Wow. Also Pokerus ist ja eigentlich nur dafür gedacht, die Pokémon kompetitiv schneller zu trainieren. So. Steinkant haben wir gesehen.
Steigungshieb haben wir gesehen. Ja. Da wollen wir doch mal den ersten Trank benutzen. Hypertrank. Und bitte kein Volltreffer. Ja, geht. Bürde? Ne, Flammenblitz. Steinkante. Trifft schon wieder. 3 KP. Wir haben Steinhaupt. Nehmen das Ding raus. Frage, wie macht man seinen Freundescode? Du musst beim 3DS im Hauptmenü auf dieses Gesicht gehen. Das heißt Mi. Und da findest du dann den Freundescode. Aber schau nochmal bei YouTube nach, wie man seinen Freundescode findet. Okay, Tauros. Was wird das machen? Erdbeben, oder? Da gehen wir raus zu Arnie. Ne, wir gehen raus zu Linda. Ja, Nachtwolf, Foxy, geh einfach auf pokewiki.de und da kannst du eben nach Pokerus googeln. Oder nicht googeln, suchen. Da wird alles erklärt. So, wir wollen Erdbeben drücken. Dampfwalze, erstmal Dampfwalze. Alter, Risikodeckel. Viel Schaden machen. Yep. Wir sind immer noch langsamer. Ja, Risikotackle. Das Ding nimmt sich selbst raus. Ja. So, er hat ja noch Fuego. Und Fulipurba. Ja, Fulipurba. 1700 Points. Angemon Level 58. Ja, Fulipurba. Tja, das ist ja sehr böse. Elsa können wir vergessen. Arnie können wir reinhauen. Arnie ist ganz gut und defensiv. Laubklinge hat es. Boah. Okay, wird resistiert. Schwertanz? Nein. Kreuzschere lieber. Wir sind langsamer als ein Fulipurba. Mein Gott. Okay, also einmal noch Kreuzschere. So, wenn es nicht krittet. Tut es nicht. Ja, wir sind ganz gut durchgekommen. So, jetzt kommt wahrscheinlich sein Fuego. Oder? Nee, nicht doch Fuego. Und was ist da unsere Antwort? Torhaido. Na komm, jetzt der Z-Angriff. Gut, Torhaido, dann gehen wir mal rein. Wenn es angreift, kriegt es Rauhautschaden. Nee. Keine Z-Attacke. Genau, pokewiki.de. Da kannst du eben alles zum Thema Pokémon raussuchen. Okay, oh, das ist schlecht. Soll ich Toxin drücken? Es sei der Kreuzschere oder so. Ja. Gehen wir raus zu Angemon.
Also pokewiki.de ist alles, was du wisst. Ist alles da, was du wissen musst. Da findest du alle Pokémon, alle Statuswerte, alle Items, alle wichtigen Begriffe. Ja. Also da... Ist auch noch schneller. Da wirst du bestimmt fündig. Dynamische Maxiflamme können wir überleben. Könnten wir. Also wenn wir überleben, dann mit 5-6 KP. Nein. Definitiv nicht. Dann würde ich sagen... Brauchst du Linda und heilen. Nicht top Genesung. Hab kein. Nur Hypertränke. Ja, auf lange Sicht gewinnen wir das. Wow. Wieder einen verdammten Trank einsetzen. Oh, da klariert. Er will keinen Rückstoßschaden. Wow. Diesmal Flammenblitz. Gut, halten wir easy. So, jetzt Erdbeben und weg ist das Ding. So, was war jetzt dein letztes? Uafnir. Alter, das ist nicht so geil. Habe ich für das Ding irgendwas? Nee. Da habe ich nur Angemon. Das heißt, Top-Beleber. Und was kommt? Okay, Drachenpuls. So, Nachtwolf Archie. Kennst du Pokeflexi? Der ist Deutsch-YouTuber und hat gestern Shiny Hoopers verteilt im Wundertausch. Nee, den kenne ich leider nicht. Also von dem habe ich nichts. Bis jetzt nichts gehört. Okay, ich könnte jetzt. Wieder Tiefschlag drücken. Ja, mache ich auch. Und das macht? Ja, gut. Fast die Hälfte. Darmpuls wird wahrscheinlich ausreichen. Nee, ich kann das jetzt mit dem Z-Move beenden. Darmpuls, wenn das deine überlebt, beenden wir den Kampf mit einem wunderbaren Z. Nee. Nein. Keine Chance. Es muss den Crit kommen. Aber jetzt beenden wir das Ganze. Und damit sind wir Champ. Und haben wir alles geschafft? Nee. Fertig. Wir geben immer alles, so entwickeln wir uns immer weiter. 14.400.
Ich bin stolz auf mich und meine Pokémon. Wir waren perfekt aufeinander abgestimmt und wollten den Sieg um jeden Preis. Aber offenbar trennt uns noch ein kleines bisschen von der absoluten Spitze. Das klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, aber obwohl wir verloren haben, stand ich bisher bei keinem Kampf so unter Strom wie bei diesem. Schwer zu beschreiben, ich bin irgendwie gleichzeitig enttäuscht und zufrieden. Es war einfach ein tolles Erlebnis, ein echtes Wechselbad der Gefühle. Tali und Archie, ihr wart einfach phänomenal. Aber ich hatte es dir ja damals gesagt. Das Zusammenspiel von Pokémon und Trainer, dann die richtige Attacke im richtigen Moment, genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt eines neuen Champs miterlebt, des verdienten Champs von Alola. Ja, weiter, wir haben es tatsächlich geschafft. Archie, Pinsir, ihr habt meinen Traum wahrgemacht. Ich bin wirklich froh, an diesem traumhaften Ort den packenden Pokémon-Kampf zwischen euch beiden mit eigenen Augen verfolgt und somit der Geburt der Pokémon-Liga beigewohnt zu haben. Also dann, Archie, du bist der erste Champ der Pokémon-Liga. Ich dachte, Tali wäre das, der hat doch die ersten vier rausgekickt. Na gut. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und die deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Du bist erst die Chef von Alola. Glückwunsch! Dino, Level 60. Arnie, 57. Elsa, Level 58. Linda, 65. Angemon, 68. Und Torpedo, 56. Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch. Wie bekommt man Nuzlocke? Was? Ne, du spielst einfach nach anderen Regeln das Spiel. Also Nuzlocke, ja, guck einfach bei pokewiki.de. Da findest du alles, was du halt brauchst. Du liebst Pokémon echt von ganzem Herzen, was, Archie? Genau, so konntest du auch alles nach deinem Pokémon... Ja gut, jetzt kommen die Lobeshymnen. Wir feiern, machen dicke Party. Boom. So, jetzt kommt das Outro. Ach ja. Ich glaube, das war's für das Let's Play Pokémon Ultrasonne. Oder kommt nicht noch der Abschied von Lilly? Jo, das war's dann halt, ne? Ich werde mich dann aufmachen, zum Kampfbaum. Und dann, ja, gibt's demnächst Wi-Fi Battles. Wie gehabt. Okay, wir haben uns hier versammelt. Ja. Festlichkeiten beginnen. Wahrscheinlich kommen noch Kapuriki vorbei.
So, Lili freut sich, Gladio versteckt sich. Genau, was ist mit Samantha? Okay, Team Skull ist anscheinend nicht mehr. Wird wahrscheinlich aufgelöst. Ja, jetzt beginnt halt die Post-Story. Ach, die kannst du aufnehmen, wie du die Pokémon für die Wi-Fi-Battles züchtest und trainierst. Ja, da gibt es ja eh genug Videos auf YouTube, wie man züchtet und trainiert. Geh einfach auf den Kanal von Regi Bang und da wirst du die ganzen Videos schon sehen. Welche Items du brauchst, wie man züchtet und wo man die ganzen passenden, ja, wo man die EV, wie man die EV-Punkte trainiert. Da gibt es schon genug gute Anleitungen da draußen. Also Regibang ist da ein guter Kanal für dich. Einfach Pokémon züchten eingeben, Regibang eingeben. Und da findest du den schon. So, passiert hier noch was? So, Gladio will anscheinend nach Kanto oder so. Ja. Also Gladio verschwindet. Ich weiß aber nicht, man weiß aber nicht wohin, oder? Okay, ich kenne mich da aus, da eh aus, aber ich mag dein Videos zu sehen. Jo, Regi ist gut. Ja, aber Videos werde ich wahrscheinlich dazu eher nicht machen. Eher nicht. Vor allem, weil ich wahrscheinlich nicht alles hundertprozentig weiß, was Züchten angeht. Ja. Ach, man kann ja noch die Kapus fangen. So, mach mal Shiny Hunting Video mit Züchten. Oh. Ja, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht. Okay, das ist kaputt. Aber wir kämpfen gegen den noch nicht, oder? Erstmal will ich speichern. Jo. So. Oh, gibt's noch was? Eine kleine Sequenz?
So, Champ. Ja, das geht noch ein bisschen, das geht noch ein kleines bisschen. Oh, deine Augen leuchten ja richtig. So, es kommt. Okay, keiner raus. Und am nächsten Tag. Ja, gut. Ich glaube, das war es für heute. Ich würde sagen, wir beenden den Stream einfach jetzt und machen irgendwann demnächst weiter. Ich werde dann auf Twitter das Ganze ankündigen, wann das nächste stattfindet, wann der nächste Stream stattfindet. Also hier. Ja, also ich mache nichts mehr. Wir haben 2 Stunden durch. Und danke an alle, die da waren und geguckt haben. Mit den Wi-Fi-Battles wird es auch demnächst weitergehen. Damit habt einen schönen Abend und gute Nacht. Ja, gute Nacht, Redex Number oder Dino. Und gute Nacht an alle anderen. Bis dahin und ciao.